Der 15. Spieltag wird eröffnet mit einem echten Kellerknaller, denn im Neulingsduell vor rund 740 Zuschauern wollen natürlich sowohl der 16. FC Memmingen als auch der 17. Eintracht Bamberg Big Points sammeln. Trotz einer etwas angespannten Personallage gehen die Allgäuer leicht favorisiert rein, denn nach dem Trainerwechsel wurden 3 von 4 Spielen gewonnen. Die Domreiter in Violett feierten aber unlängst in Schalding ihren ersten Auswärtssieg und rechnen sich somit auch durchaus was aus. Aufgrund von Umbauarbeiten im Stadion das Geschehen heute übrigens aus einer anderen Perspektive als gewohnt. Rein geht's mit einem Knalleffekt nach 2 Minuten. Simon Kolmer hat da Probleme mit dem frisch gewässerten Rasen. Und dann zieht Adrian Morina ab. Die Querlatte steht der frühen Memminger Führung im Weg. Die Gäste versuchen über Ballstaffetten Sicherheit zu bekommen und melden sich in der 6. Minute in Person von Patrick Görtler ebenfalls an in dieser Partie, der Schuss selbst jedoch harmlos. Auch in der Folge wogte das Ganze hin und her, die Gastgeber mit leichten optischen Vorteilen, aber auch die Oberfranken hatten ihre Szene. In der 18. Minute dann allerdings dieser fatale Pass von Felix Popp, den Pascal Meyer abfängt und dann Richtung Tor marschiert. Er umkurvt noch Keeper Fabian Dellemann und schließt perfekt über den Scheitel von Marco Schmidt ab. Führung durch das 2. Saisontor des letzteren FCM-Spielers der Saison. Doch die Gäste davon überhaupt nicht geschockt, sie erhöhten ihrerseits die Schlagzahl. Das ist Luka Ljevsic, der tanzt da förmlich durch den Memminger Strafraum und versenkt die Kugel nach 23 Minuten zum 1:1 Ausgleich. Geile Bude des 27-Jährigen. Bamberg in der Folge oben auf, die Hausern brauchten doch ein paar Minuten, um sich zu schütteln. Der 36. Minute finden sie dann jedoch wieder einen Weg in den Strafraum über Lukas Pettrich. Bei seiner Hereingabe fehlt allerdings der Abnehmer in der Mitte. Und just als die Allgäuer insgesamt das Geschehen wieder mehr an sich zu reißen schienen, setzten die Gäste einen Konter. Ljevsic diesmal als Flankengeber und die ist wahrlich maßgeschneidert für Görtler. Die Domreiter drehen hier in der 44. Minute das Ding vorerst mal zu ihren Gunsten. Alles in allem echt ein flotter Kick von beiden, von Abstiegskrampf keine Spur. Nach dem Seitenwechsel Memmingen bemüht, Bamberg verteidigt aber weiter geschickt und so dauert es bis zur 58. Minute, ehe Pettrich mit einer Einzelaktion wieder für etwas Gefahr sorgte. So richtig zwingend wurden die Gastgeber aber nicht. Stellvertretende Szene aus der 67. Minute, bei diesem Angriff wäre viel, viel mehr drin gewesen. Da könnte ja vielleicht einmal ein Standard weiterhelfen. Ein Freistoß landet in der 71. Minute am zweiten Pfosten, wo Nikolai Brugger allerdings deutlich drüber köpft. Von den Domreitern im zweiten Durchgang offensiv nichts zu sehen. Vielleicht wurden sie dann aber vom Eintreffen der Fans, die einen Kurzurlaubstrip via Bari und Pisa hinter sich hatten und hier aufgrund eines verspäteten Rückflugs erst Mitte der zweiten Hälfte ankamen, beflügelt. Allerdings halfen in der 76. Minute auch die Hausern kräftig mit. Zuerst verliert Kapitän Jakob Gräser nach einem riskanten Pass von Keeper Werdig die Kugel. Danach ein wildes Durcheinander im Memminger 16er. Situation scheint 1-2 Mal schon geklärt. Aber dann kommt der eingewechselte Tobias Linz an den Ball und trifft präzise links unten zum 1:3. Großer Jubel bei den Gästen, denn das sah doch schon sehr nach Vorentscheidung aus. War sie aber noch nicht. Der FCM tat sich zwar lange schwer, was zu generieren, doch in der 2. Minute der Nachspielzeit köpft der mit aufgerückte Gräser nach einer kurz ausgeführten Ecke ein zum 2:3. Doch nochmal Spannung für die recht lange Zusatzschicht. Und tatsächlich flog in der 7. Minute der Nachspielzeit noch ein weiter Freistoß in den Gäste 16er. Brugger schießt aber den am Boden liegenden Dellermann an und so blieb's beim 2. Auswärtserfolg der Domreiter in Serie. Boah, ich glaube, heute hat man erlebt, dass es mit Emotionen sehr, sehr weit gehen kann. Und uns hat auch gleichzeitig der Mut ausgezeichnet, weil wir aus dem eigenen Ballbesitz das 1:0 kriegen. Aber wir fordern ein, mutig zu sein, um uns zu entwickeln. Deswegen ist es okay und geil ist dann zu sehen, wie die Mannschaft sich da selber wieder rauszieht. Wie die Mannschaft einfach alles dagegen stemmt, dass wir da verdient in Führung gehen können. Und ich sage, die 2. Halbzeit war eine absolute Willensleistung. Und da sieht man einfach, was möglich ist. Dass man auch die Grenzen, die man vielleicht manchmal im Körper spürt, einfach noch nach oben verschieben kann und dann bis zum Ende so einen geilen Fight liefern kann. Ja, für uns ist es natürlich äußerst bitter bei einem Spiel, wo wir uns so eine gute Ausgangsposition verschaffen hätten können, dass wir wirklich Abstand da unten bekommen, dass wir uns belohnen für das, was die letzten 4 Wochen passiert ist und dass wir genau dann das schwächste Spiel abliefern seit unserer Regie, ist natürlich für uns äußerst bitter und müssen wir erstmal verarbeiten. Aber auch Glückwunsch an den Gegner. Er hat es heute nicht besonders stark gemacht, aber wir haben es ihm relativ einfach gemacht. Gerade in der 1. Halbzeit haben wir wirklich sehr schlecht als Mannschaft verteidigt. Und da muss man sich dann einfach auch
so hinnehmen, dass der Gegner dann verdient mit den 3 Punkten nach Hause fahren darf. Herbe Enttäuschung natürlich für den FC Memmingen. Statt den avisierten Sprung aus der Gefahrenzone rauszuschaffen, spüren sie nun den heißen Atem der Bamberger im Nacken, die bis auf einen Punkt dran sind. Mittlerweile wird es fast schon etwas unheimlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die DJK Filzing Woche für Woche ihre Aufgaben erledigt. Das 4:1 in Bamberg war der 6. Sieg in Serie. Als Tabellenzweiter halten die Oberpfälzer also weiterhin Schritt mit den punktgleichen Würzburger Kickers. Dort, wo die Gelb-Schwarzen aktuell stehen, wäre man beim SV Wacker Burghausen sicherlich auch gerne. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den abstiegsbedrohten Oberbayern in den weiß-schwarz gestreiften Trikots in dieser Saison allerdings noch weit auseinander. Dennoch sollte ihnen vor allem der jüngste 3:0 Heimerfolg über Schalding viel Rückenwind für das Gastspiel am verregneten Hutgarten geben. Und tatsächlich war Wacker auch von Anfang an recht gut im Spiel und hatte nach 7 Minuten in Person von Moritz Sommerauer den ersten, wenn auch ungefährlichen Abschluss. Insgesamt die Gäste in der Anfangsviertelstunde mit leichten Vorteilen. Nach Ballgewinn versuchten sie vor allem über die rechte Seite immer wieder schnell umzuschalten. Felix Bachschmidt legt sich hier den Ball aber zu weit vor. Die Gastgeber, die ja ihre letzten 5 Heimspiele allesamt gewinnen konnten, brauchten dagegen eine Weile, um in die Partie zu finden. Erst nach fast einer halben Stunde gab es die erste nennenswerte Gelegenheit. Der Schuss von Tobias Kordik jedoch zu zentral und somit kein Problem für Markus Schöller. Insgesamt das Geschehen in Halbzeit 1 sehr ausgeglichen. Burghausen zwar weiter selbstbewusst und in der Offensive mit etwas gefährlicheren Ansätzen. Es fehlte aber wie bei diesem Versuch von Dennis Ade nach wie vor noch die nötige Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause zog dann die Heimelf die Zügel noch mal etwas an und prompt hatten die heimischen Zuschauer auch schon den Torschrei auf den Lippen. Nach dem Schuss von Jünger zappelt zwar das Netz, aber nur von außen. In der Nachspielzeit dann nochmal Jünger in Aktion, sein Kopfball aber direkt auf Schöller. Zur Pause mussten die 928 Zuschauer also nicht nur den Dauerregen ertragen, sondern auch noch auf das erste Tor warten. Auch nach Wiederanpfiff beide Teams zunächst eher abwartend unterwegs. Deshalb springen wir bereits in die 58. Minute. Der Schuss von Jim-Patrick Müller wird erstmal geblockt. Dann kommt die Kugel zu Marco Pledel, der mit einem gefühlvollen Heber an den zweiten Pfosten, wo Tobias hoch einläuft und direkt zum 1:0 vollstreckt. Hatte sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich abgezeichnet. Die Führung gab den Hausherren nun aber den nötigen Schub und knapp 10 Minuten später stellte der beste Angriff der Liga dann seine enorm hohe individuelle Qualität erneut eindrucksvoll unter Beweis. Tobias Kordik setzt sich da ganz stark durch und schließt dann eiskalt ab zum 2:0. Mit seinem 5. Saisontor bringt der Angreifer sein Team damit endgültig auf die Siegerstraße. Nach diesem Zwischenspurt zog sich die DJK wieder etwas zurück und überließ den Gästen den Ball. Die konnten jedoch, wie schon im ersten Abschnitt, vor allem aus ihren vielen Standardsituationen nach wie vor kein Kapital schlagen. Spannend hätte es einzig nochmal in der 86. Minute werden können. Da bringt sich Andrea Bosniak bei einem Konter in eine aussichtsreiche Position, braucht dann aber einen Tick zu lange mit dem Abschluss. Und so hält Max Putz das 2:0 und damit den 6. Heimsieg in Folge fest. Ja, war das erwartet schwere Spiel. Haben uns in der ersten Halbzeit vor allem recht schwer getan, weil es der Gegner gut gemacht hat. Die haben gut verteidigt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in der ersten Halbzeit schon 2 gute Chancen durch einen Jünger Andi, den wir nicht gemacht haben. Der Gegner, glaube ich, hat einen Fernschuss gehabt, aber das Unentschieden war gerecht in der Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann etwas mehr Druck entwickelt, ohne dass wir jetzt Chance um Chance gehabt haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir 2 schöne Tore erzielt. Und am Ende des Tages dann auch nicht mehr viel zugelassen. Ich glaube, in der absoluten Schlussphase noch eine Riesenchance von Burghausen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist ein absolut verdienter Sieg. Unterschied war heute Filzing zu uns, dass die vorne sind und wir hinten ist, dass die 2 Tore gemacht haben mit individueller Qualität da vorne. Das machen sie super. Ansonsten habe ich über 60 Minuten uns erstmal dominant gesehen. Viele Sachen, wo wir fertig spielen müssen und sogar ein paar ganz klare Torschancen. Wir machen es halt wieder nicht. Und insgesamt bin ich sehr enttäuscht, dass wir das verloren haben, weil wir brutal viel richtig gemacht haben, aber letztendlich mit 0 Punkte dastehen. Und das ist enttäuschend für uns, aber am Dienstag muss es weitergehen. Da steht für Wacker, dass auch im 5. Vergleich mit den Oberpfälzern sieglos bleibt, dann das extrem wichtige Kellerduell mit dem punktgleichen FC Memmingen an. Mit einer solchen Leistung und der Unterstützung der treuen Fans ist da aber definitiv was drin. Die DJK Filzing setzt dagegen ihren beeindruckenden Lauf fort und bleibt mit dem 7. Dreier am Stück gleich auf mit Würzburg an der Tabellenspitze. Du
Duell der drei Top-Torjäger heißt es bei der Begegnung Schweinfurt gegen die U23 des 1. FC Nürnberg. Severo Sturm auf Schnüdelseite teilt sich dabei momentan Platz 1 mit Pedro Moteba vom Clubnachwuchs. Beide haben bereits 10-mal getroffen. Mit 9 Toren direkt dahinter liegt Motebas Sturmpartner Julian Kania, der sogar 3 Einsätze weniger als die beiden anderen auf dem Konto hat. Die Hausherren wollen nach der 0:5-Pleite in Hauptstadt Wiedergutmachung betreiben, treffen dabei aber auf Niklas Wilson-Sommer, der heute sein Startelfdebüt für den Clubnachwuchs gibt. Und nach einer Schweigeminute für den langjährigen Presse- und Stadionsprecher der Schnüdel, Jürgen Martin, war Sommer gleich bei der ersten Aktion beteiligt. Schöne Flanke von rechts, aber Kania setzt das Leder rechts am Tor vorbei. Die jungen Klubberer schienen sich hier aber viel vorgenommen zu haben. Nur wenig später ist Motiba alleine vor Keeper Lukas Wenzel, wird aber noch rechtzeitig geblockt. In der Folge konnte sich der FCS dann aber vom Nürnberger Dauerdruck befreien und wagte sich selbst einmal in die Offensive. Eine Flanke von rechts segelt da bis zum langen Pfosten. Adam Shabiri macht die Kugel dann noch einmal heiß und in der Mitte stochert dann Fabio Bosesan die Kugel irgendwie über die Linie. Mit ihrem ersten Angriff gehen die Schnüdel hier in Führung. Nürnberg zeigte sich aber nicht wirklich geschockt. Nach 20 Minuten ein Freistoß von rechts. Routinier Benedikt Kirsch stiehlt sich da am langen Pfosten davon und gleicht mühelos aus zum 1:1. Alles wieder offen hier im Sachsstadion. Wenig später dann eine super Freistoßposition für den FCN. Kania tritt an, schlänzt die Kugel aber über das Tor. Standards können übrigens auch die Schnüdel. Nach einer halben Stunde schraubt sich Co-Spielertrainer Shabiri bei einer Ecke am höchsten und wuchtet das Leder zum 2:1 in die Maschen. Schweinfurt damit erneut in Führung. Nach knapp 40 Minuten dann gleich nochmal 2 gefährliche Aktionen für die Hausherren. Erst will Christian Böhnlein einen Freistoß unter die Mauer hindurchmogeln. In der nächsten Aktion dann schön zurückgelegt von Sturm auf Shabiri, der den Ball allerdings nicht richtig trifft. Dann war erst einmal Pause. Die rund 900 Zuschauer sehen bisher einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Und das ging auch im Durchgang Nummer 2 so weiter. Wieder Nürnberg mit dem besseren Start. Der Schuss von Kania wird aber noch auf der Linie geklärt. Rüber auf die andere Seite. Dort setzt sich Shabiri im Strafraum gegen 2 Nürnberger durch, verfehlt das lange Eck dann aber knapp. Schweinfurt auch in der Folge weiter im Vorwärtsgang. Diesmal ein Konter über den überragenden Shabiri, der das Auge für Tahu Aksu hat. Der 21-Jährige zwar erst noch mit Problemen bei der Ballannahme, letztendlich erhöht er aber auf 3:1 für die Hausherren. Nürnberg wirkte in dieser Phase defensiv völlig von der Rolle, nach vorne ging aber weiter einiges. Nach 70 Minuten lässt Kapitän Niklas Jahn schlau durch für Kania, der zunächst noch an Wenzel scheitert, den Nachschuss dann aber unter die Latte knallt. Der Clubnachwuchs damit wieder dran und nur 3 Minuten später mit der Riesenchance auf den Ausgleich. Wenzel lässt da den Ball aus, Malik Hassan Sanogo legt ab für Kania, doch der Goalgetter trifft die Kugel nicht richtig. Was ein Wahnsinn hier in Schweinfurt. Nürnberg warf jetzt in der Schlussphase natürlich alles nach vorne. Noch einmal ein 4:2 Konter in der 88. Minute, doch Sanogo verstolpert die Kugel bei der Ballannahme. Sommer dahinter wäre wohl besser an den Ball gekommen. Die Schnüdel konterten jetzt natürlich, verpassten aber die endgültige Entscheidung. Tolle Parade hier von Felix Kielkopf. In der 95. Minute holte sich dann noch Schweinfurts Dominik Ngatier die Ampelkarte ab. War aber am Ende auch egal, denn die Schnüdel retteten die Führung über die Zeit. Ja, hochintensives Spiel, so das war das zu erwarten. Schweres Spiel für uns gegen sehr spielstarken Gegner. Wir hatten es in der ersten Phase des Spiels natürlich nicht so gut gemacht, so wie wir uns vorgenommen haben. Der Gegner hatte zu viele Räume, das haben wir dann, glaube ich, dann korrigiert in der ersten Halbzeit und vor allem in der zweiten Halbzeit um jeden Meter hier gefightet. So ein Riesenkompliment an die Einstellung der Mannschaft. Nach einem empfindlichen Niederschlag letzte Woche in Hauptstadt haben wir heute, glaube ich, Charakter gezeigt und haben letztendlich dann unterm Strich verdientes Spiel gewonnen. Sehr enges Spiel, aber 3 sehr, sehr wichtige Punkte für uns? Wir haben gut angefangen. Die ersten 5 Minuten müssen wir eigentlich schon 2:0 führen. Wir haben 3 Chancen, Riesenchancen, die wir nicht nutzen. Mit der ersten Chance schießt Schweinfurt das 1:0. Ja, und dann wissen wir, dass es schwer wird. Und letztendlich wissen wir auch, dass Shabiri ein guter Spieler, ein erfahrener Spieler ist. Und den haben wir heute einfach nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, an allen 3 Toren war er beteiligt. Ja, und wir waren meist auch der zweite Sieger in den Zweikämpfen. Ja, haben uns so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und zum Ende hin wird es noch ein bisschen eng. Ja, aber wir hatten heute nicht die Durchschlagskraft, leider. Routinier Adam Shabiri lässt die jungen Nürnberger also alt aussehen und feiert mit seinen Schnüdel einen knappen Erfolg in diesem Frankenduell. Damit hält Schweinfurt den Clubnachwuchs in der Tabelle auf Distanz und behauptet Rang 5. Nürnberg bleibt Siebter.
Wende im Traditionsduell. Bis auf die Historie spricht ehrlich gesagt nicht viel dafür, dass die Spielvereinigung Bayreuth ausgerechnet gegen den fränkischen Rivalen Würzburger Kickers den bis dato mit nur 18 Punkten aus 14 Spielen stotternden Motor anwerfen kann. 15 Siege in 22 Heimpartien und nur 2 Niederlagen liest sich gut. Die aktuelle Formkurve spricht vor über 2450 Zuschauern, aber schon klar für den Primus aus Unterfranken. Die Kickers in Rot haben in dieser Saison noch keine einzige Partie verloren, auswärts sogar alles gewonnen. Und übrigens auch das Toto-Pokal-Match gegen die Altstadt war einen Monat, allerdings in Würzburg mit 2:0 für sich entschieden. Und hier beide gleich voll auf Betriebstemperatur. Die Gäste erwartungsgemäß mit mehr Ballbesitz und diesem schönen Angriff über rechts. Fabrice Monchö rein in die Mitte, wo Salio Sané aber nicht rankommt. Bayreuth lauerte dagegen von Beginn an auf Umschaltmomente, so wie hier in der 4. Minute. Marco Stefandl wird geschickt, Monchö stellt ihn aber und der Abschluss dann letztlich keine wirkliche Gefahr für das Kickers-Tor. Kurz darauf steckt Jan George durch auf Christoph Fenninger, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte und durchaus ein belebendes Element bei den Gastgebern war. Überhaupt die Altstadt mit ihren Nadelstichen in der ersten Viertelstunde das gefühlt gefährlichere Team. Der Primus insgesamt mit viel Ballbesitz, aber nicht zwingend genug. Doch in der 23. Minute dieser unsaubere Befreiungsschlag von Torwart Luca Petzold. Benjica Kassiel behauptet den Ball, bringt ihn auf Sané, der durchsteckt für Dominik Meisel. Und der bleibt cool und schiebt das Leder rein zur doch etwas überraschenden Führung der Unterfranken. Aber so agiert eben ein Spitzenteam. Die Kickers nun oben auf, nächster Abschluss 2 Minuten später, Ivan Franic hat das Visier aber nicht richtig eingestellt. Die Spielvereinigung erholte sich aber recht schnell und kreierte in der 29. Minute selbst wieder was nach vorne. Eher zufällig kommt die Kugel in den Lauf von Fenninger, der schlägt einen Haken und liegt quer auf Daniel Hauptner und Torwart Vincent Friedsam rutscht der Ball durch. Der 1:1 Ausgleich für die Gastgeber, damit also wieder alles offen im Hans-Walter Wild. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bayreuth agierte hier absolut auf Augenhöhe mit dem Liga-Top-Favoriten und wie gesagt von Fenninger ein ständiger Unruheherd. Und auch nach dem Seitenwechsel ging schwungvoll weiter, die Oberfranken spielerisch deutlich verbessert gegenüber den letzten Auftritten und wehe, wenn George hier seine Gräten bei der Reingabe von Hauptner besser sortiert bekommt, eigentlich hätte das 2:1 sein müssen. Aber auch die Kickers nicht um eine Antwort verlegen. Direkter Gegenzug, Daran Karimani rein auf Kassiel. Auch das eine Chance aus der Kategorie wie die von George zuvor. Und es ging weiter, hoch und runter. Zunächst erneut die Gäste. Kapitän Peter Kurzweg im Doppelpass mit Kassiel. Aber Sané wird da stark verteidigt. Kurz nach der Stundenmarke tauchen dann auch die Hausherren wieder im Würzburger Strafraum auf. Etwas glücklich kommt die Kugel zu Hauptner, doch gerade noch abgefälscht zur Ecke. Danach nahm sich die Hochgeschwindigkeitspartie, bedingt auch durch einige Wechsel, dann doch mal eine Auszeit. Es dauerte bis zur 75. Minute, ehe es wieder brannte vor dem Kasten von Friedsam. Kurzweg rettet aber vor dem eingewechselten Josué Mbila. Alles in allem fehlte nun aber auf beiden Seiten doch der letzte Nachdruck. Beide schienen mit dem Unentschieden durchaus zufrieden zu sein. Doch dann die 4. Minute der Nachspielzeit. Einwurf für die Kickers. Der eingewechselte Tim Kraus schmeißt ihn rein. Alle springt vorbei, bis auf den ebenfalls eingewechselten Pascal Moll. Der steht nämlich goldrichtig und nickt ein zum nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer der Kickers. Was für ein Last-Minute-Drama im Hans-Walter Wild. Absolut. Ja, Spielglück war heute da, so spät dann eben den Lucky Punch zu setzen. Es war ein komplett ausgeglichenes Spiel, deshalb absolut glücklicher Sieg für uns heute. Gegen einfach einen guten Gegner. Naja, wir haben ein Heimspiel verloren, 2:1 gegen Würzburg, wo Spiel muss man nicht verlieren. Und wenn du verlierst in die letzte Aktion so ein Spiel, dann ist das für uns nichts anderes, nur bitter und schade. Ganz bittere Geschichte natürlich für die Spielvereinigung Bayreuth, die damit die 2. Heimpleite der Saison kassiert und als 11. weiter auf der Stelle tritt. Die Kickers feiern dagegen den 8. Sieg im 8. Auswärtsspiel und verteidigen auf der absoluten Zielgeraden doch noch die Tabellenführung. Ein Erdinger, bitte. Stopp!
Hey, vergiss nicht das Beste. Ordentlich Dampf drin war in der Vorwoche sowohl beim TSV Albstadt als auch der Spielvereinigung Ansbach. Die Grabfelder bestätigten mit einem eindrucksvollen 5:0 Derby-Sieg über Schweinfurt ihre Heimstärke und sind vor eigenem Publikum weiterhin ungeschlagen. Doch auch die Mittelfranken ganz in Grün feierten beim 4:0 gegen Illertissen einen mehr als deutlichen Dreier. Auswärts kassierte die Spielvereinigung allerdings zuletzt 5 Niederlagen in Folge. Das Gastspiel beim besten Heimteam der Liga also schon eine denkbar schwierige Aufgabe vor nicht ganz 700 Zuschauern in der NGN Arena. Und die bekamen zunächst etwas aktivere Gäste zu sehen. Nach einem Einwurf behauptet der Doppeltorschütze vom vergangenen Wochenende Michael Speer die Kugel stark und legt ab für Niklas Seefried. Dessen Schuss aus spitzem Winkel wird jedoch zur Ecke geblockt. Auf der anderen Seite bittet nach einer Viertelstunde Leonard Langhans seinen Gegenspieler Lukas Oberseider zum Tänzchen, verdient sich mit dieser Aktion aber nur eine gute B-Note. In der Vorsaison gab es übrigens an gleicher Stelle ein packendes 3:3 zwischen diesen beiden Teams, die jedoch an ihre Offensivfeuerwerke aus der Vorwoche nicht anknüpfen konnten. Erst nach einer halben Stunde sorgt eine Langhans-Flanke mal wieder für etwas Gefahr und dann bringt Tobias Dietrich Marco Nickel zu Fall. Schiedsrichter Philipp Götz entscheidet auf Elfmeter. Martin Thomann tritt an, Sebastian Heid ahnt die Ecke und ist dran, aber ihm rutscht die Kugel trotzdem durch. Ganz viel Glück da für den Doppeltorschützen aus dem Schweinfurt-Match, der sein 6. Saisontor auch dementsprechend gelassen zur Kenntnis nimmt. Die Führung gab den bis dato eher etwas passiven Unterfranken nun durchaus Auftrieb. Der Schuss von Jens Trunk in der 39. Minute wird da gerade noch von Dietrich geblockt. Kurz vor der Pause dann nochmal eine ähnliche Szene und wieder ist es Dietrich, der den Versuch von Langhans entscheidend abwehrt und seinen Fehler vom Elfmeter damit zumindest teilweise wieder gut macht. Insgesamt täuscht der Eindruck allerdings etwas, denn die Gäste eigentlich absolut auf Augenhöhe und in der Nachspielzeit dann auch nochmal mit einer ihrer wenigen wirklich zwingenden Offensivaktionen. Die Hereingabe von Pepe Breckner fällt Speer vor die Füße, doch der ist zu überrascht, um den Ball im Tor unterbringen zu können. Das 1:0 zur Pause aus heimischer Sicht also durchaus etwas glücklich. Nach dem Seitenwechsel übernahmen dann aber mit der Zeit die Gastgeber immer mehr das Kommando. Timo Pitter nach nicht ganz einer Stunde mit dem ersten nennenswerten Abschluss in Durchgang 2. Wenig später setzt er sich dann stark über links durch und legt dann perfekt auf für Marco Nickel. Dessen Schuss aber etwas zu unentschlossen, sodass Heid noch an die Kugel kommt. Von Ansbach kam mittlerweile offensiv nicht mehr allzu viel. Die beste Möglichkeit bot sich nach 67 Minuten Speer, dessen Schuss jedoch zur Ecke abgeblockt wird. Wesentlich gefährlicher da schon die Versuche auf der anderen Seite. Pitter verzieht hier mit seinem schwächeren rechten Fuß nur ganz knapp. In der 81. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gäste. Der bereits beim Elfmeter zum 1:0 verwarnte Dietrich muss nach diesem Foul mit Gelb-Rot runter. In Unterzahl hatte die Spielvereinigung nichts mehr zuzulegen und kassierte dann in der 88. Minute den endgültigen K.O.-Schlag. Nach der Hereingabe des eingewechselten Mike Dellinger macht's Nickel dieses Mal besser als noch zuvor und setzt mit seinem 6. Saisontor zum 2:0 den Deckel auf dieses Match. Es war heute ein Spiel, das relativ lange offen war. Wir wussten, es wird hier ein brutal intensives Spiel. Wir wollten es auch brutal intensiv gestalten. Ich glaube, das haben wir auch geschafft. Gerade die ersten 20 Minuten waren ein richtig guter Beginn. Und dann nach 20, 25 Minuten war es dann genau andersrum. Dann hat Albstadt geschafft, sich besser zu befreien. Letztendlich ist es nicht ganz unverdient. Aber so ist es. Wir müssen weitermachen. Am Dienstag kommt schon wieder das nächste Spiel und dann geht's weiter. Wir sind, glaube ich, sehr zufrieden. Das Entscheidende war heute die 3 Punkte. Ich glaube, das ist ein Gegner, den wir unbedingt schlagen wollten daheim. Wir wollten jetzt unbedingt auf die gute Leistung von Schweinfurt aufbauen. Es war ein bisschen zäh, muss man sagen, die ersten 20 Minuten. Wir waren ein bisschen überrascht, dass die uns recht hoch angelaufen sind. Haben wir ein bisschen gebraucht. Dann haben wir das Spiel dahingehend ein bisschen umgestellt, dass wir die Spitzen schneller angespielt haben. Und ja, ich glaube, hinten raus doch trotzdem souveräner Sieg, auch wenn wir uns gewünscht hätten, schneller das 2:0 zu machen. Trotzdem entscheidet am Ende die größere Cleverness ein insgesamt ausgeglichenes Match zugunsten des TSV, der seine eindrucksvolle Heimbilanz auf 7 Siege und 21:2 Tore ausbaut. Ansbach fehlt dagegen anders als noch eine Woche zuvor vorne die Durchschlagskraft, bleibt aber trotz der 6. Auswärtsniederlage in Folge knapp über dem Strich auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das
13 Mal standen sich der FV Illertissen und die Viktoria aus Aschaffenburg schon gegenüber. Ein Unentschieden gab es bisher noch nicht. Genauso übrigens wie für den FVI in dieser Saison. 7 Siege stehen 7 Niederlagen gegenüber. Nach der deutlichen 0:4 Niederlage in Ansbach will Trainer Holger Bachtaler aber eine Reaktion seiner Mannschaft sehen. Leicht wird das aber nicht. Die Viktoria reist nach der krankheitsbedingten Absage des Spiels vergangene Woche wieder mit einem auskurierten Kader und frischen Beinen ins Föhlin-Stadion. Auswärts läuft es bei den Unterfranken aber noch nicht wirklich rund. In 7 Spielen holte der SVA magere 5 Punkte. Diese Statistik wollten die ganz in schwarz gekleideten Gäste aber von Beginn an aufbessern. Hannes Pöschl gibt zwar für den FVI den ersten Warnschuss nach gut 5 Minuten ab, im direkten Gegenzug rollt dann aber der Konter der Viktoria. Die Direktabnahme von Arda Nadaroglu wird dann geblockt, aber direkt vor die Füße von Alexandru Paraschiff, der dann aus 14 Metern sehenswert zum 1:0 trifft. Mustergültiger Angriff der Gäste. Danach passierte aber recht wenig. Wir springen deswegen gleich in die 33. Minute. Dort mal wieder Aschaffenburg in der Offensive. Der Schuss von Silas Zender aus Spitzenwinkel aber keine Gefahr für Keeper Felix Thiel. Der FVI fand dagegen offensiv keine Mittel gegen die robuste Defensive der Gäste. Folglich standen bisher nur ein paar nicht wirklich gefährliche Distanzschüsse auf dem Arbeitsnachweis nach 45 Minuten. Das sollte sich dann aber quasi mit Wiederbeginn ändern. Yannick Lessing setzt sich da stark gegen Luca Dehn durch, sein Abschluss geht aber knapp rechts vorbei. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen. Danach allerdings wie in Hälfte Nummer 1 viel Leerlauf, den Hausherren fehlte heute einfach das Zielwasser bei ihren wenigen Abschlüssen. Bei einsetzendem Regen lief der Ball dann aber auf FVI-Seite ein wenig besser. Gökalp Kilic kann einen schönen Angriff über die linke Seite aber erneut nicht mit dem Ausgleich vollenden. Dann aber die 75. Minute. Langer Abschlag von Thiel. Jan-Philipp Stein verlängert da unfreiwillig für Glessing, der dieses Geschenk dankend annimmt und den mittlerweile verdienten Ausgleich erzielt. Alles wieder offen in Illertissen. In der Schlussphase versuchten dann beide Teams noch, den Lucky Punch zu setzen. Der FVI will da einen Handelfmeter, Dr. Markus Huber ließ aber weiterspielen. Der Nachschuss von Kilic dann nicht mehr erwähnenswert. Auf der Gegenseite dann Paraschiff noch einmal mit einem gefährlichen Abschluss, der aber knapp über das Gehäuse von Thiel geht. Eine Aktion gab es dann noch. Furkan Kircicek in der Nachspielzeit mit einer scharfen Hereingabe in die Mitte und irgendwie findet der Ball den Weg ins Tor. Keeper Max Grün geht da etwas zu zaghaft zum Ball. Nutznießer ist Franz Helmer, der unter Mithilfe seines Gegenspielers den viel umjubelten Siegtreffer für den FVI erzielt. Denn wenig später pfiff Schiri Huber dann auch schon ab. Wieder also keine Punkteteilung in dieser Regionalliga-Partie mit ihrer Schlussphase. Mit dem Sieg festigt der FVI Rang 6 und legt 4 Zähler zwischen sich und der 8 platzierten Viktoria aus Aschaffenburg. Seinen 36. Geburtstag am Donnerstag hatte sich Tobias Strobel sicherlich anders vorgestellt. Zeit zum Feiern gab es nämlich keine. Nach der Entlassung von Enrico Maaßen musste er während der Länderspielpause als Interimscoach des Bundesliga-Teams einspringen und somit gleich doppelt Aufbauarbeit leisten. Denn nicht nur die Profis befinden sich auf Talfahrt, auch die U23 des FC Augsburg ganz in Weiß ist nach 3 Niederlagen in Folge bedenklich nahe an die Abstiegsränge herangerutscht. Aber auch die Zweitliga-Reserve aus Fürth ging zuletzt zweimal leer aus und holte zudem aus den letzten 5 Auswärtsspielen nur einen Zähler. Damit hinein ins Duell der Tabellennachbarn, 12. gegen 11., in dem sich das kleine Kleeblatt nach nicht ganz 10 Minuten in Person von Patrick Götzelmann zum ersten Mal vorsichtig anmeldete. Etwas gefährlicher da schon die erste Gelegenheit auf der anderen Seite. Moritz Kaube tankt sich mit etwas Glück durch, wird dann aber im letzten Moment noch entscheidend gestört. Ansonsten bekamen die 250 Zuschauer in der Rosenau nicht viel geboten. Deshalb springen wir bereits in die 34. Minute. Da sieht Strobel nach einer längeren Durststrecke die nächste Chance seines Teams. Daniel Hausmann kommt am zweiten Pfosten jedoch nicht an die Kugel. Kurz vor dem Pausenpfiff dann nochmal Freistoß für den FCA-Nachwuchs. Aaron Zehnter versucht es einfach mal und der Ball springt mit Unterstützung des Innenpfostens und des Rückens von Semir Kaimakci in die Maschen zum 1:0 in der 45. Minute. Optimaler Zeitpunkt natürlich für die Führung und das erste Saisontor für Zehnter. Und diesen Schwung nahmen die bayerischen Schwaben auch mit in die zweite Halbzeit. Keine 3 Minuten sind gespielt, als Yapaur am langen Pfosten Hendrik Hofgärtner findet. Und der vollendet in gewohnt abgezockter Manier zum 2:0. 5. Saisontor bereits für den Kapitän.
Die Gäste nach diesem Doppelschlag vor und nach der Pause kurzzeitig geschockt. Ben Schlicke beim 1:0 Testspielsieg der Profis über Heidenheim am Donnerstag eine Halbzeit lang im Einsatz, rutscht da unglücklich weg und Yapaur lässt Kai Makci keine Chance. Spätestens mit dem 3:0 nach 51 Minuten ist das drittschwächste Heimteam der Liga auf dem besten Weg zum dritten Heimsieg in dieser Saison. Da kann auch der Coach lachen. Zumal seine Mannen auch weiterhin auf dem Gaspedal blieben. Nach etwas mehr als einer Stunde zischt ein abgefälschter Schuss von Hofgärtner nur knapp drüber. Kurz darauf ist wieder der Capitano frei durch, doch Kai Makci macht das kurze Eck zu. Augsburg in dieser Phase also näher am 4:0 als Fürth am Ehrentreffer, doch der nun einsetzende Starkregen sorgte dann für einen Bruch im heimischen Spiel. In der 67. Minute rutscht Lukas Aigner die eigentlich eher harmlose Hereingabe des kurz zuvor eingewechselten Tim Bayerlein über den Schlappen zum 1:3. Und beinahe hätte der 27-Jährige dann sogar den Eigentor-Doppelpack geschnürt. 5 Minuten später klärt er den Kopfball von Ricky Bornschein gerade noch über den Querbalken. Die Hausherren schienen mit dem nun nassen Geläuf überhaupt nicht zurechtzukommen und verloren teils völlig ihre Souveränität. Die Strafe, das 2:3 durch Bayerlein in der 74. Minute, und wieder war mit Dennis Heimerl noch ein Augsburger dran. Jetzt schien sich das Momentum komplett auf Seiten der Gäste zu drehen und tatsächlich hatten sie gleich mehrfach die Chance zum Ausgleich. Doch erst trifft Schlicke hier völlig freistehend den Ball nicht richtig und dann kann Bayerlein nach einem erneuten Chaosmoment in der FCA-Abwehr seinen Schuss nicht entscheidend platzieren. Die Mittelfranken gingen nun all in und das verschaffte der Heimelf natürlich Räume zum Kontern. In der 86. Minute bringen allerdings Tobias Horn, Jason Prodanovic, Lukas Ehrlich und Hofgärtner im vierten Versuch den Ball nicht im Fürther Gehäuse unter. Diese Szene hatte schon fast was von Slapstick. So blieb die Partie bis zur 90. Minute hochspannend, dann schnürten die Gastgeber jedoch in Person von Zehnter den Sack mit dem 4:2 endgültig zu und bescheren ihrem Coach damit ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk am Ende einer turbulenten Woche. Ja, hochintensives Spiel. Ich glaube auch beide Mannschaften gehen sehr intensiv und auch brutal offensiv in das Spiel rein. War ein schönes Spiel mit wenig Torraum sehen. Dann machen wir durch einen Freistoß das 1:0. Das hat der Mannschaft dann schon auch nach den letzten drei Spielen gut getan. Danach machen wir das Spiel so ein bisschen unnötig spannend, obwohl es jetzt auch keine klaren Torschancen waren. Und wir schenken uns da zwei selber so ein bisschen ein. Und dann Chapeau, ja, ans Team, wie stabil sie dann geblieben sind nach dem 3:2, dass sie nicht irgendwie auseinandergebrochen sind oder sich hinten rein haben drücken lassen. Und dann werden sie belohnt und machen das 4:2 zum, ja, in meinen Augen, verdienten Heimsieg. Am Ende haben wir dann das Spiel innerhalb von 6-7 Minuten kurz vor Halbzeitpause und kurz nach Halbzeitpause aus der Hand gegeben. Ich finde, danach haben wir trotzdem gute Moral gezeigt und kommen mit zwei Toren noch dran. Und haben wir dann noch beim Stand 3:2, 2:3 richtig gute Möglichkeiten, um 3:3 zu machen. Nichtsdestotrotz aber glaube ich schon, dass wir das eine oder andere Positive auch aus unserer Leistung heute rausziehen können. Und das werden wir auch tun. Durch die dritte Niederlage in Folge muss die Fürther U23 den Konkurrenten in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Der FCA beendet dagegen seine kleine Negativserie und verschafft sich und seinem Coach damit erstmal wieder etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Die Saison des SV Schalling-Haining verläuft bisher wellenförmig. Schwacher Start, dann Höhenflug, zuletzt aber wieder ein Tal. Dazu hat der Regionalliga-Rückkehrer aktuell große Personalprobleme. Und ausgerechnet da gibt der Tabellendritte Türkgücü München seine Visitenkarte am Reutinger Weg ab. Die Gäste in Rot kehrten zuletzt mit einem 1:0 gegen Bayreuth in die Erfolgsspur zurück und haben übrigens auch die bis dato einzigen beiden Vergleiche mit den Niederbayern im Jahre 2019 klar gewonnen. Und gleich ein flotter Start vor den rund 750 Zuschauern. Emre Tunç setzt sich da nach 3 Minuten energisch durch, verfehlt dann allerdings das Gehäuse knapp. Direkter Gegenzug, Fabian Schnabel lauert auf Höhe der Abseitslinie und wird geschickt von Christian Brückel. Schaldings bester Torschütze, also mit Zeit und Platz. Der Winkel ist spitz, aber egal, dringt das Ding. Ganz frühe Führung durch das 6. Saisontor von Schnabel und damit auch die 3 Spiele dauernde Torlosserie der Niederbayern durchbrochen. Danach zogen sich die Hausern zurück, ließen Türkgücü machen. Vorerst nichts Gefährliches dabei, doch dann ein missglückter Pass von Keeper Max Bönke. Kugel kommt zu Marco Hingerl, raus zu Maxi Beerwein und der fackelt nicht lange. Der Ausgleich nach 12 Minuten, also schnell alles wieder pari am Reutinger Weg. Und gleich im nächsten Angriff bot sich die Chance zum Doppelschlag. Türkgücü kontert, Tunç bedient Kapitän Ünal Tosun noch ein Haken, aber dann setzt er das Leder drüber.
Überhaupt entwickelte sich nun das erwartete Spiel. Die Gäste mit viel Ballbesitz, der SVS mit Nadelstichen wie bei dieser Ecke von Alexander Kurz. Glück für Torwart Sebastian Kolbe, der wie alle anderen am Ball vorbeisegelt. Rüber auf die andere Seite. Platz auf rechts für den fallschnellen Benedikt Laverty. Bünke kommt aber gut raus und macht die kurze Ecke dicht. Bis kurz vor der Halbzeit dann ein unverändertes Bild. Türkgücü bestimmte die Pace, zeigte sich aber ebenso wie die Gastgeber bei ihren wenigen Vorstößen in und um den Strafraum zu unpräzise. Doch dann die Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Zweikampf zwischen Nico Ott und Bärwein. Ott trifft dabei erste Mann und dann erst den Ball. Korrekter Pfiff von Schiri Jonas Krzyszanowski. Kevin Hingerl nimmt sich der Sache an und verwehrte cool im Panenka-Style. Türkgücü dreht also vorerst mal die Partie. Und blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker, ohne allerdings sein Feuerwerk abzubrennen. Unter anderem Fadel Mourou nach einem Doppelpass und wenig später Laverty, der sich da energisch durchtankt, konnten die zunehmenden Lücken in der grün-weißen Defensive noch nicht bestrafen. Doch in der 61. Minute hatte Bärwein dann die Faxen dicke. Energischer Vorstoß über links und in der Mitte steht der gerade frisch eingewechselte Stefan Madra komplett blank und vollendet zum 1:3. Türkgücü hier also auf dem Weg Richtung 9. Saisonsieg. Zumal das Ganze jetzt doch fast ein bisschen wie im Training aussah. Die Gäste ließen Ball und Gegner laufen und erhöhten erneut durch Madra, nachdem eigentlich Isha Karaul das Ding schon machen hätte können, nach 69 Minuten sogar auf 1:4. Damit die Luft dann auch komplett draußen. Die Gäste hätten durchaus noch das 5. nachlegen können, zeigten sich aber in der einen oder anderen Situation gnädig, beziehungsweise hatten hier mit dem Schlusspfiff noch Pech. Ja, ich denke, denkbar schlecht gestartet. In der 2. Minute das Gegentor kassiert. Gut reagiert. In der Halbzeit noch das Spiel gedreht, kurz vor der Halbzeit. Und die 2. Halbzeit einfach clever zu Ende gespielt. Ich denke, ein verdienter Sieg, auch in der Höhe, okay. Es sind immer wieder Kleinigkeiten, individuell Leichtsinns, Sachen passiert, wo der eine oder andere nicht so auf Spannung war, wo das Tempo einfach ein bisschen zu hoch war. So entsteht dann auch die Elfmetersituation. Ich habe eigentlich gedacht, er hat einen Ball gespielt, aber sei es drum, der Schiedsrichter hat den Elfmeter gegeben, gehen dann leider mit einem 2-1 Rückstand in die Halbzeit. Ja, 2. Halbzeit probieren wir dann einmal ins Pressing zu gehen, was dazu führt, dass einer freistehend 2 Meter vom Tor einköpfen kann. Das war sehr einfach, ist natürlich in gewisser Weise dann auch entmutigend, um weiter ins Pressing zu gehen, wenn du weißt, es brennt sofort lichterloh. Danach waren wir darauf bedacht, Kräfte zu schonen und das Ganze in Grenzen zu halten. Schwierige Phase aktuell also für den SV Schalding-Heining, der die 4. Pleite in Folge kassiert und am Dienstag zum Tabellenführer nach Würzburg muss. Türkgücü untermauert dagegen seinen 3. Platz und erwartet in der englischen Woche den 2. Filzing zum Schlagerspiel. Da waren also ein paar richtig enge und packende Partien dabei an diesem 15. Spieltag. Das begann schon am Freitagabend mit dem Bamberger Auswärtssieg in Memmingen. Filzing marschiert weiter, die Schnüdel ringen den Club nieder und Würzburg mit dem ganz späten Lucky Punch in Bayreuth. Auch Hauptstadt hält Kurs, Megaspannung inklusive Lucky Punch auch in Illertissen. Augsburg verschafft sich mit dem 4:2 gegen Fürth etwas Luft und Türkgücü sehr souverän in Schalding. Die Partie der Bayern gegen Buchbach wurde verlegt. Damit bleibt das erste Tabellentableau weiter unverändert. Die Kickers verteidigen dank ihres späten Siegtreffers ihre Top-Position. Filzing liegt aber nur noch ein Tor dahinter. Türkgücü und Hauptstadt sind weiterhin die einzigen beiden Teams in Sichtweite zur Spitze. Dahinter setzen sich Schweinfurt und Illertissen etwas ab vom restlichen Mittelfeld. Nürnberg und Aschaffenburg verlieren nämlich, die Bayern allerdings nun schon mit 3 Partien in der Hinterhand. Auf dem 2. Tableau gewinnen nur Augsburg und Bamberg, heißt die Fuggerstädter klettern auf Rang 10 und schieben Bayreuth und Fürth 1 nach hinten. Tief im Keller machen es die Domreiter jahreszeitlich bedingt kuschelig, nur 2 Punkte liegen noch zwischen dem 13. Ansbach und der Eintracht. Einzig schon etwas abgeschlagen, das diesmal spielfreie Buchbach. Das Schlusslicht greift aber in der anstehenden englischen Woche wieder ins Geschehen ein und erwartet Illertissen. Das Topspiel steigt aber unbestreitbar in Heimstetten, wo Türkgücü die DJK Filzing erwartet. Alles in allem sind es 8 Partien am Dienstag. Servus, bis dahin.